Liebe Gemeinde, willkommen zurück bei Dragon Age Origins hier auf dem Markt von Denrim. Ich habe auch wieder ein bisschen rumgeschaut, wie wir diese Quest lösen können. Gar nicht. Es gibt scheinbar irgendeinen Bugfix, aber das Barrier Forum existiert ja nicht mehr. Entsprechend kann ich keinen der Links, die dazu geschickt wurden, aufrufen und dementsprechend müssen wir damit noch ein bisschen warten, bis ich vielleicht eine Lösung dafür habe. Der vermisste Krieger, damit werden wir wahrscheinlich, warten müssen noch eine Weile. Damit auch. Die Prüfung der Krähen können wir aber kurz mal noch angehen. 12 von diesen Briefen sollen wir liefern. Es gibt noch im Lagerhaus noch eine Leiche. Und 15 Giftextrakte brauchen wir. Wie viele von den Liebesbriefen haben wir denn inzwischen? 7. Oh, das ist auch eine Plage, den Rest zu kriegen. Falsche Richtung. Doch nicht die falsche Richtung. Ah, das ist die Deponie. Lagerhaus ist aber hier hinten. Hier so. Also müssen wir in diese Richtung. Wie ihr wünscht. Einmal ritzen und dann richtig abgehen. Zwergenhandwerk. Schwarze. Das geht in Tivis Haus. Wunder von Thedas. Lagerhaus. Genau so wird es geschehen. Ah. Man kann sich ja kurz mal ein bisschen was leihen. Und wenn es hier schon alles so rumsteht. Mich trifft keine Schuld daran. Das Ganze ist von Anfang an schlecht gelaufen. Er wollte überhaupt nicht verhandeln. Ist das so? Den leih ich mir mal. Danke. Ich werde bestimmt nicht hierbleiben und abwarten, wie es jetzt weitergeht. Ja, ist gut. Muss ich beeilen, bevor ich hier ausblute. Mit der Macht des Ritzens. Jetzt können wir die Leichen zur Deponie bringen, ganz unauffällig, und dann haben wir das. Zwergenhandwerk, feinstes Giftextrakt, wie viel haben wir davon? 6. Wir brauchen noch 10. Direkt aus Orsama. Gehen wir mal zurück zu den Wundern von Thedas. Schweig! Gorim einfach. Apropos Orsama, da müssen wir doch jemanden, verschwinden lassen. Willkommen bei den Wundern von Thedas. Ja, gib deine Waren her. Du hast kein Giftextrakt. Du machst mich traurig. Na. Das muss gerade nicht. Den Speerwerfer können wir aber loswerden. Den Ball trotzdem noch. Das kann aber weg. Und das kann weg. Da kommen schon Schuppenrüstungshandschuhe. Gewissenhaftigkeit bleibt natürlich ein Schwertgürtel. Rüstungsdurchdringung kann behalten werden. Wir haben doch bestimmt noch weiteren Müll, der weg kann. Hier so ein Bergkristall, ein Seitenteppich, eine schicke Vase. Eine Schmierfalle. Ja, es kann weg. Die Salben werden wir ohnehin nie benutzen. Das kann da erstmal drin bleiben. Da hinten sind noch diese Truhen, die wir einfach nicht knacken können. Und wo wollen wir den Schlüssel dafür herkriegen? Zwergenhandwerk, feinstes Zwergenhandwerk, direkt aus Orsa. Hey, Cäsar. Ihr seid zurück. Braucht ihr etwas? Aber ich sehe mit den Krähen zusammen. Ich weiß nicht, was ihr meint. Ihr solltet eure Stimme senken. Die Leute
könnten einen falschen Eindruck bekommen. Natürlich, wir sind sehr diskret. Bist du ein Attentäter? Oh ja. Er hat geantwortet. Ha. Oh. Gut, das war scheinbar alles. Einmal ritzen. Und ich ärgere mich natürlich immer noch über die Quest. Anscheinend kann man die über das Toolset irgendwie reparieren. Ich weiß aber noch nicht, wie das geht. Das müsste ich mir nochmal separat anschauen. Alle Menschen sind das Werk des. Wir werden es auf jeden Fall nicht auf uns ruhen lassen. Den Sack entsorgen. Die Quest ist aktualisiert. Haben wir mit euch schon geredet? Im Namen Andrastes, der, wenn ihr Hochzeits- oder Bestattungsdienste wünscht, solange die Kathedrale geschlossen ist. Ist jemand gestorben? King Kaelin ist tot. Erinnert ihr euch? Warum ist die Kathedrale geschlossen? Was du fürchtest. Was allein im Schatten des Todes lebt, ist nur eine Wolke, die vor der Sonne vorüberzieht. Ah. Ich glaube, wir hatten das alles schon. Die Verluste in Ostagar waren gewaltig. Jeden Tag wurde ein verlorenes Kind Denerims bestattet. Und es warten noch unzählige weitere Trauerfeiern auf uns. Was stimmt mit eurem Freund nicht? Singen Sie jetzt den Gesang? Das ist eine Bestattung, richtig? Er hätte sich vor Jahren in Val Royeaux zur Ruhe setzen sollen. Aber er wollte hier bleiben und seine letzten Tage in seiner Heimat verbringen. Das Lyrium ist schuld daran. Dein Zustand kommt also vom Lyrium. Warum hört er nicht auf, es zu nehmen? Er wäre dann kein Templer mehr. Gesegnet sein, also, kann die er es nicht wegen Entzugserscheinungen und so entgegentreten und nicht weichen. Auch wenn er sicher nichts mehr erinnert, wird er doch nie vergessen, wer er ist. Da komme ich später wieder. Möge das Licht des Erbauers euch den Weg weisen. Im Namen. Das habe ich. Braucht ihr noch etwas? Okay, wir hatten den offenbar noch nicht. Es war offenbar in der kaputten. Hatten wir dann dementsprechend schon mit denen geredet? Beherrschen. Jo. Diejenige, die Buße tut, deren Glaube trotz der Dunkelheit der Welt unerschüttert bleibt, die sich weder am Unglück der Schwachen ergötzt, noch sich über sie erhaben fühlt, sondern sich an den Torten und Schöpfungen des Erbauers erfreut. Worten. Es heißt Worten, Schwester, nicht Torten. Ihr wird der Segen des Erbauers Zwiebeln bringen. Das Licht wird sie sicher über die Wege dieser Welt bis in die nächste leiten. Frieden, Schwester, Frieden. Ihr wird der Segen des Erbauers Frieden bringen. Weder wird sie Furcht vor den Eiern noch Angst vor dem Tode kennen, denn der Erbauer wird ihr Speck und Schild sein, ihr Fundament und ihr... Im Gesang kommen keine Eier vor. Ihr macht das doch absichtlich, oder? Ihre Wissen hat mir besser gefallen. Klingt kulinarisch ansprechend. Wir hatten es tatsächlich noch nicht. Zumindest nicht in der Aufnahme, die existiert. Oh, hallo, mein Lieber. Können wir euch helfen? Was sie meint ist, in Andrastes Namen seid willkommen. Hört auf, mich zu verbessern. Was würde Andraste tun? Darüber solltet ihr euch Gedanken machen, würde ich sagen. Andraste war bestimmt keine Haarspalterin. Was macht ihr gerade? Wir beten für die guten Leute von Denerim, die in Ostagar geliebte Angehörige verloren haben. Es ist üblich, für die Gefallenen eine Strophe aus dem Übergang zu rezitieren. Üblich ist es, die Strophe korrekt zu rezitieren. Das habe ich doch gesagt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass der Gesang einen Abschnitt über Speck enthält. Andraste, erlöse uns. Wenn ihre Gnaden das hören würde. Wenn ihr mich nicht ständig unterbrechen würdet, würde ich auch die Worte nicht durcheinander bringen. Die oberste Klerikerin Elemina weiß, wie wichtig Konzentration ist. Ihre Gnaden, möge der Erbauer ihr Herz segnen, hat ihr Hörvermögen vor 20 Jahren eingebüßt. Sie bemerkt eure blasphemischen Fehler nur deshalb nicht, weil sie nicht hört. Erzählt mir doch was über den Gesang. Euch etwas über den Gesang erzählen? Denkt ihr, er sei ein Kuchen, den ihr so einfach kaufen könntet? Nun, er ist gut durchgebacken, aber für meinen Geschmack ist ein bisschen viel Muskatnuss drin. Schwester,
Es ist die heilige Pflicht der Kirche, die Unwissenden zu unterrichten. Na schön. Was wollt ihr wissen? Was sagt der Gesang über die dunkle Brut? Oh, es gibt einige äußerst aufwühlende Lobgesänge über Untergang und göttlichen Zorn. Die dunkle Brut wurde durch die zweite Sünde der Menschheit erschaffen. Ihren Stolz. Die Arroganz wurde in den Ländern Tevinters zu einer gewaltigen, eingesperrten Bestie. Zu einer Leere, die alles verschlang und niemals gefüllt werden konnte. Um ihren Hunger zu stillen, fielen die Magierlords in die goldene Stadt ein, ins Herz jeglicher Schöpfung, um die Macht des Erbauers für sich selbst zu beanspruchen. Warum werden die guten Strophen in der Kirche eigentlich nicht mehr gesungen? Sie werden gesprochen. Es heißt doch, der Gesang des Lichts, nicht die Rede des Lichts. Schwester, würdet ihr bitte aufhören, den Gesang zu verunglimpfen? Seht ihr, wie angenehm es ist, unterbrochen zu werden. Nun ja, ich denke, ihr habt verstanden, was ich meinte. Was war es für ein Vers, den ihr eben rezitiert habt? Das war die 10. Strophe aus dem Übergang. Ein wirklich schöner Lobgesang. Aber ihr hättet erst mal hören müssen, wie Bruder Kettmann ihn gesungen hat. Ich nehme an, er hat ihn sehr schön gesungen. Er hatte eine Stimme wie ein Eimer voller Kröten. Die ehrwürdige Mutter Boen, gesegnet sei ihr Herz, hat immer gesagt, hätten wir mehr solche Stimmen, könnte uns der Erbauer unmöglich überhören. Was ist aus ihm geworden? Es war tragisch, wirklich. Und so überraschend. Darüber sprechen wir nicht. Ist er gestorben? Er hatte die Aufsicht über das Lyriumlager und das war nicht gut für ihn. Oh. Versteht ihr? Eines Sommertages hat er während des Gesangs seine Kleidung ausgezogen und ist auf die Straße gerannt. Er ist gestolpert und im Bottich mit Holunderwein für das Fest ertrunken. Wir mussten seinen Leichnam 6 Tage lang trocknen, bevor wir ihn verbrennen konnten. Er sah aus wie ein Essigei. Es war so tragisch. Oh, ist schon gut. Wir gehen. Es ist doch fast Essenszeit, oder? Mhm. Der Segen des Erbauers und seiner Braut Andraste seien mit euch. Magie soll dem Menschen dienen und okay. Niemand... Da haben wir noch ein bisschen mehr Wissen gekriegt. Bis das macht und macht gefällt uns. Hier gibt es noch die Gründung der Kirche. Die so wütend blinkt. Dämonische Besessenheit blinkt hier noch so wütend. Blutmagie, die verbotene Schule. Hervorrufung. Urtümlich. Der Schleier. Und weiter geht's. Bevor wir die Taverne zurückkehren. Ja, das können wir fürs Erste vergessen. Okay, es gibt hier erstmal das Versteck dieser Söldner. Die können wir erstmal ausradieren. Dann gibt es noch den Bürgerkrieg an dieser Stelle. Wir auch intervenieren dürfen. Nach Haven wollen wir noch gar nicht. Werden wir heute wahrscheinlich nicht machen, weil ich eine kürzere Aufnahme einlegen muss. Morrigan. Hältst du von ein bisschen Winterwunderland hier an dieser Stelle? Ja. Hundi, Betäubung, jetzt. Bereit. Aber selbstverständlich. Hui, jetzt kommt der richtige Teil. So, dann gibt's hier einen Wirbelsturm. Kann mich noch unterfallen. Dem hier können wir kurz mal so ein furchterregendes Auftritt ins Gesicht drücken. Und dann direkt mit der Unruhe folgen. Da noch ein Folterer drauf. Verkrüppeln wäre eine Option. Morgen kann man eine Gruppenheilung raushauen, weil es Orgrin auch nicht mehr so gut geht.
Ich hoffe, ich habe nachher nicht wieder überall Blut an dir. Natürlich hast du nachher wieder überall Blut an dir kleben. Jetzt greifst du hier an, mach zwei Waffenstreich. Und dann gehen wir mal ganz kurz über ins Momentum. Und auf ihn ja. Okay, das neue ihn kurz mal ausgeschaltet. Nom nom nom. Ah, ein bisschen Kleingeld hat er dabei. Schwere Kettenrüstungshandschuhe aus Drachenknochen. Nett. Das Spiel ruckelt trotzdem noch ein bisschen. Wollen wir gehen? Keine Ahnung warum. Ein Silberkelch. Okay, das haben wir dann hier alles. Dann können wir von hier aus, Momentum erstmal beenden. Von hier aus dann zum Bürgerkrieg weitergehen. Dann gehen wir nach Orsama, verprügeln mal kurz den Botschafter. Und wir werden angepöbelt. Weil, warum zum Henker auch nicht? Oh. Reynolds. Wie ihr wollt. Ein Folterer. Okay, die Abscheulichkeit haben wir sehr schnell auseinandergenommen. Ein Feldspatring. Reynolds Tagebuch. Reynolds, bitte. Wer diese Notiz auch findet, den flehe ich an, meine Aufgabe zu vollenden. Ich bin Reynolds, Meister Magier und Mentor des fehlgeleiteten Narren Heshir. Mein junger Schüler hat sich unbeschreiblicher Magie gewidmet und ich habe geschworen, deshalb bis ins Ende der Welt zu verfolgen. Wenn ihr dies lest, habt, dann hat mein Schüler die Oberhand gewonnen und bereits meinen letzten Atem geraubt. Ich bitte euch, in diesen alten Wald der Elfen vorzudringen und der Bedrohung durch die Abscheulichkeit, zu der mein vormals geschätzter Schüler geworden ist, ein Ende zu bereiten. Falls ihr das tut, so behaltet zum Dank den Feldspatring, den mein Schüler am Finger trägt. Mögt ihr nie eine so vollständige Niederlage erleiden, wie ich sie mir nun, da ich dies schreibe, eingestehen muss. Hier ist noch ein Ball als Brüter Blackstones. Gut, er hat es damit auch erledigt. Genau so wird es Dann ziehen wir einfach mal weiter. Bringt eure Asche von Benthelm ins Land. Wir beugen nicht das Knie vor Loghain. Loghain ist der Regent. Er fordert eure... Wir sind keine orlesianischen Speichelecker. Wir schulden niemandem unsere Gefolgschaft. Verschwindet! Nehmt ihre Länder gewaltsam ein, Männer. Auf Befehl des Regenten. Könnten wir uns nicht... Oh. Dann räumen wir uns mal hier schnell durch. Und die kann ja sich schon mal kurz bei den Typen da hinten snacken. Überwältigen bitte. Du machst das. In Ordnung. Irgendwer würde so oder so sterben, also können wir da auch kurz mal intervenieren. In Ordnung. Du hast übrigens Truppen abgefangen und zweifellos seinen Plänen geschadet. Kehre zum Kirchengrümel zurück und berichte von dem tragischen Verlust. Wie ein Jammer, was hier passiert ist. Warum würden die Truppen des Balnorns sowas machen? Jo. Diesen Loghain-Emporkömmlingen haben wir es gezeigt. Ah. Speichern. Und auf nach Orsama. Wir werden angepöbelt. Natürlich werden wir angepöbelt. Konzentriert euch, so wie wir es geübt haben. Ah. Und jetzt... Feuer! Los, raus hier! Wir müssen hier ganz schnell intervenieren, bevor die da oben unsere Magier angreifen können.
Wir bewegen Ogrin nach hier oben. Dort Wache zu halten. Morrigan kann hier inzwischen aber trotzdem mal kurz mal wieder ein bisschen, frostig unterwegs sein. Du bist wirklich lustig, weißt du das? So, da ist der Herlock Alpha. Hundi stürzt sich auf ihn. Bewältigen geht gerade nicht, dann macht einen Ansturm. Morrigan kann Zaubermacht aktivieren. Irgendwelche Befehle? Und dann gibt es jetzt hier noch den Sturm des Jahrhunderts oben drauf. Wie sind die Magier tot? Ogrin! Wo sind die ganzen Magier eigentlich? Da ist ein Magier, da ist der Schüler. Oh, die leben alle noch. Abgesehen, der da hinten hat ein Problem. Hundi hinterher. Kläffen und sorg für Ruhe. Oh, ich könnte nach hinten losgehen. Morrigan, der da hinten braucht mal kurz eine Heilung. Ah, der hat sich schon selbst geheilt. Okay, dann vergiss das. Dann greif einfach lieber hier an. Wohin soll ich gehen? So, der Hund hat ihn kurz bei den Arsch gerettet. Oh, Morrigan, jetzt braucht er eine Heilung. Ihm geht's nicht so gut. Er fühlt sich gerade nicht so ganz. Einmal kurz den hier. Gegenschlag. Alle sind über nicht durchgekommen. Wie ihr wünscht. In Ordnung. Einfach Magier ohne irgendeine Eskorte durchziehen zu lassen. Jo. Ich bringe diese Schüler nach Radcliffe. Der erste Verzauberer sagt, ihr benötigt jeden Magiebegabten für den Krieg. Das ist Sie richtig. Sind jung, aber ausreichend fähig, wie ihr selbst sehen konntet. Ja. Speichern. Ich muss kurz mal raustabben. Das ging um die Organisation der nächsten Zivilaufnahme. Damit da kein Malheur passiert. Da sind wir gut durchgekommen. Morrigan, wir brauchen mal ganz kurz eine reinigende Aura für Hundi. Da ist nur der Weg zurück. Hier ist nichts mehr. Speichern. Weiter nach Orsama. Ja, ihr habt einen König, das ist mir bewusst, aber das ist schön. Giftextrakt sollte ihr noch beschaffen. Also schauen wir mal, wo sein Import waren hier. Der hat bestimmt ein bisschen Gift. Hey, Figor! Der Steinschütze König Belen! Natürlich, zeig, was du zu verkaufen hast. Ich gebe euch alles zum geringsten Preis, den ich verantworten kann. Brav. Ah, nichts. Du bist eine Enttäuschung, Figor. Eine einzige Enttäuschung. Guck mal, was wir gefunden haben. Das kann kurz mal hier weg. Ich weiß, es ist Drachenknochen, aber das brauchen wir gerade nicht. Wir haben im Großen und Ganzen sehr viel, sehr gute Rüstung. Du. Nein, dein Mittagessen hat niemand gesehen, den wir waren. Ich muss sicherstellen, dass ich hier... Nein. Nichts. Keine Ahnung, wo wir das Zeug herkriegen wollen, das wir brauchen. Ey. Nun, ich sehe ja, welche Gesellschaft ihr... Ich selbst hätte Belen meine Stimme nicht gegeben. Aber ich vertraue dem Urteil meiner Mutter.
In Zeiten wie diesen braucht Orgama womöglich eine fünfte Welt. Ja, mal gucken, was die Raff jetzt überhaupt sagen möchte. Hey. Die nächste Generation der Edukens übernimmt den Thron. Dank euch standen wir auf der Seite des Siegers. Der nur wegen uns gewonnen hat, also ja. Wir müssen euch also dafür danken, dass wieder ein Edukin auf dem Thron sitzt. Wie kommt die Oberfläche nur ohne euch zurecht? Gar nicht, wie wir merken. Na, wie wütend bist du noch gleich? Ich kann nicht glauben, dass die Versammlung so dumm war, Belen auf den Thron zu setzen. Darunter werden wir alle leiden. Ja. Aktuelle Nachrichten! Belen ist König! Zukunft von Orsama gesichert! Ach so. Der andere Schreier ist irgendwie weg. So, ist er hier drin? Selbstverständlich. Hey, Orta? Ich hatte gehofft, dass ihr nach Orsama zurückkehrt. Oh, ich muss euch so viel erzählen. Stimmt, sie. Die anderen Häuser haben ihre Schulden an mein Haus zurückgezahlt. Und ich konnte mit dem Geld eine Expedition zu unserem alten Teig finanzieren. Wir haben sehr viel gefunden. Ich habe einiges für euch aufgehoben. Ich sagte doch, ich würde euch belohnen. Ich freue mich, dass sich alles so gut für euch entwickelt hat. Natürlich nehmen wir das Geld an. Ich kann meine Schulden bei euch nie ganz zurückzahlen. Aber das ist hoffentlich ein Anfang. Möge das Glück auf all euren Wegen auf euch herablächeln, grauer Wächter. Zehn Sovereigns, das ist nett. Gut, hier ist nichts Interessantes. Verräter! Das ist furchtbar. Endrin hat das nicht gewollt. Wie konntet ihr König Endrins Wünsche übergehen? Das war ganz einfach. Die Versammlung hat Sitzungspause, bis König Belen seine Antrittsrede hält. Er hat die immer noch nicht gehalten? Ach Gott. Orsama ist verdammt. Okay, wo ist unser Freund? Stenrim. Prüfung der Krähen. Aktivier das mal. Im königlichen Palast. Also da, wo Belen rum existiert.